Nach der Ergreifung der Dünabrücken und dem Fall von Dünaburg konzentrierten die führenden Verbände des 56. Panzerkorps ihre Bemühungen auf die Ausweitung des Brückenkopfes. Damit bot sich eine Chance von unschätzbarem Wert. Ein sofortiger weiterer Vorstoß würde es für die Sowjets fast unmöglich machen, Leningrad zu verteidigen. Die Chance wurde vertan. Die Panzertruppen erhielten den Befehl, auf die Ankunft der Infanterie zu warten. Sie konnten ihren Ohren kaum glauben. Am Ende würden sie fast eine Woche warten müssen. Während die deutschen Operationen in Norden und Mitte dramatische Geländegewinne gebracht hatten, griffen die Invasionstruppen im Süden einen Frontabschnitt an, dessen Kommandeure die von den Deutschen drohende Gefahr schnell begriffen hatten und deren Panzertruppe zahlenmäßig viel stärker war als die deutsche. Von Anfang an stießen die Invasoren auf erbitterten Widerstand. Auf deutscher Seite bestand der linke Flügel der Heeresgruppe Süd aus der 17. und 6. Armee, zusammen mit einer Panzergruppe, nämlich der 1. Ihnen gegenüber standen drei sowjetische Armeen, die 5., 6. und 26. Während die deutsche Infanterie auf die Nahtstellen zwischen den sowjetischen Verbänden losschlug, fuhr die Panzergruppe 1 mit ihrer stählernen Spitze aus 600 Panzern in Richtung der Stadt Brody. Am 26. Juni starteten 5 sowjetische mechanisierte Korps mit über 1000 Panzern massierte Gegenattacken aus nördlicher und südlicher Richtung. Ihr Ziel war es, die Flanke der Panzergruppe 1 zu durchtrennen und sich in der Nähe von Dubno zu treffen. Die Schlacht zwischen der Panzergruppe 1 und den massierten Panzerverbänden der sowjetischen Südwestfront war eine der heftigsten der ganzen Invasion und dauerte 4 ganze Tage. Die Russen kämpften leidenschaftlich und die deutschen Panzerbesatzungen und Panzerabwehrkanoniere mussten zu ihrem Schrecken feststellen, dass ihre Waffen den neuen sowjetischen T-34 und den überschweren Klimworoschilo-Panzern fast nichts anhaben konnten. Diese Panzer wurden jedoch fast durchweg schlecht bedient und nur selten in starken Gruppen konzentriert. Daher konnten sie isoliert und nach Wegsprengung ihrer Ketten im Nahkampf zerstört werden. Unterdessen operierte die deutsche Luftwaffe ungehindert über dem Schlachtfeld und attackierte die sowjetischen Panzer, wo sie sie finden konnte. Es gelang den sowjetischen Verbänden nicht, ihre Zangenbewegung bei Dubno zu vollenden. Obwohl die Panzergruppe 1 in den Gefechten um Dubno schwere Verluste erlitt, verlor sie in der Konfrontation doch nicht ihre Operationsfähigkeit. Die Sowjets traf es schwerer. In der Schlacht waren die letzten größeren Panzerverbände im Süden aufgerieben worden. Am Ende der ersten Woche des Unternehmens Barbarossa hatten alle drei deutschen Heeresgruppen große Schlachten im Grenzbereich gewonnen und jeden Gegenangriff zerschlagen. Das deutsche Oberkommando triumphierte und die ersten Stimmen wurden laut, die behaupteten, man könne innerhalb von 14 Tagen Moskau erreichen. Hitler erklärte vor seinen Anhängern, im Grunde hätten die Russen den Krieg bereits verloren. Die Euphorie sollte kaum eine Woche lang anhalten.
Am mittleren Frontabschnitt sollten sich Ereignisse entfalten, die Hitlers Stimmung vom überschäumenden Jubel in äußerste Besorgnis umschlagen ließen. Zur Verblüffung der deutschen Soldaten kämpften die eingekesselten russischen Soldaten bei Minsk und Bialystok weiter, selbst dass ihre Lage eindeutig hoffnungslos war. Die Ausschaltung der eingekesselten Truppen dauerte viel zu lange und forderte viel zu hohe deutsche Verluste. Die nicht motorisierte deutsche Infanterie hatte zu lange für die Schließung der Umfassungsoperationen benötigt. Und viele sowjetische Soldaten hatten den Fallen entkommen können. Genau das, was Hitler unbedingt vermeiden wollte. Obwohl 290.000 russische Gefangene in Richtung Westen abmarschierten und 1.500 Geschütze und 2.500 Panzer zerstört oder erbeutet wurden, konnten eine 250.000 Soldaten der Falle entkommen oder sich zu den sowjetischen Linien zurückkämpfen. Als Hitler und seine Kommandeure feststellten, dass die Siege von Bialystok und Minsk nur Teilerfolge waren, löste das bittere Vorwürfe aus. Hitler machte die Führung der Heeresgruppe Mitte, insbesondere die Panzergeneräle, dafür verantwortlich, dass Lücken im Ring geklafft hatten. Die Panzeroffiziere waren ihrerseits tief enttäuscht. Fast eine Woche lang hatten sie ihren Vormarsch nach Osten anhalten müssen, während sie die Falle schlossen und auf die nachrückende Infanterie warteten. Sie fürchteten, dass sich der sowjetische Widerstand weiter östlich zwischen den Flüssen Dnjepr und Düna versteifen würde, falls der Schwung der Panzeroffensive verloren ging. Am 3. Juli wandte sich Josef Stalin in seiner ersten Rundfunkrede seit der deutschen Invasion an die Bevölkerung. Diesmal ließ er die kommunistische Ideologie ganz beiseite und rief zum Kampf für das Vaterland auf, zum großen Vaterländischen Krieg. Kapitulation kam nicht in Frage und alles, was dem Angreifer nutzen könnte, sollte auf seinem Weg zerstört werden. Hinter den Linien sollten Partisanengruppen gebildet werden. Und unterdessen änderte sich nichts an der Strategie, die Sowjetunion so weit im Westen wie möglich zu verteidigen, wo der Großteil der Bevölkerung und der Industrie angesiedelt war. Es wurden Vorkehrungen zum Abbau wichtiger Fabriken getroffen, die im Weg der Invasionstruppen lagen und die zusammen mit ihren Facharbeitern weiter nach Osten verlegt werden sollten. All das würde aber Zeit brauchen. Aus Angst vor der Möglichkeit, dass der sowjetische Staat vor dem völligen Zusammenbruch stand, führte Stalin schärfste Strafen für diejenigen ein, denen Panikmache, Feigheit oder Unfähigkeit vorgeworfen wurde. In den folgenden Wochen wurden Pawlow, der Kommandeur der Westfront, und Mitglieder seines Stabs erschossen. Unter den Kommandeuren niedrigerer Ränge wurden viele, die aus den Kesseln ausgebrochen waren, ebenfalls erschossen, weil sie nicht bis zum letzten Atemzug Widerstand geleistet hatten. Auf der deutschen Seite der Front errichteten die Einsatzgruppen der SS ihre Schreckensherrschaft. Aufgrund des sogenannten Kommissarbefehls wurden ihnen mutmaßliche Kommunisten, Kommissare oder Juden unter den gefangenen Soldaten der Roten Armee zur sofortigen Exekution übergeben. In den kommenden Monaten würden viele Einheiten der Roten Armee bis zum bitteren Ende weiterkämpfen, weil ihre Führer es weder wagten, sich zu ergeben, noch sich zurückzuziehen. Am selben Tag, an dem Stalin zum großen Vaterländischen Krieg aufrief, erhielten die Panzerführer der Heeresgruppe Mitte endlich grünes Licht, ihren Vormarsch nach Osten fortzusetzen. Die Hauptmacht der Panzer hatte fast eine Woche lang stillgehalten. Und nun, genau an dem Tag, an dem die Generaloffensive wieder aufgenommen wurde, schlug das Wetter um.
Als plötzliche Unwetter, wie sie typisch für Anfang Juli sind, die Sandpisten in Schlammflüsse verwandelten, kamen die Panzerverbände zum Teil stundenlang nicht voran. Während dies geschah, versteifte sich die russische Verteidigung kontinuierlich. Viele Brücken wurden gesprengt und zum ersten Mal wurden auch Minen gelegt, um den deutschen Vormarsch zu verlangsamen. Eine leichte Aufgabe, da sich die Kolonnen auf die wenigen Straßen beschränken mussten. Die Verzögerungen gaben den Sowjets genug Zeit für die Organisation eines massiven Gegenschlages. Das operative Ziel der Heeresgruppe Mitte war die Stadt Smolensk, die die Straße nach Moskau beherrschte. Vor den Deutschen lagen entlang den Flüssen Dnieper und Düna Teile der Befestigungen der alten Stalinlinie. Bei den Verteidigern handelte es sich um die 13. Armee der Westfront sowie die 22., 20. und 21. Armee der Reserve des Oberkommandos. Eine weitere Armee, die 19., wurde bei Witebsk zusammengestellt, während die 16. in Smolensk eintraf. Die meisten Sorgen bereitete den Sowjets die Gefahr, die durch das 39. Panzerkorps der Panzergruppe 3 aus dem Norden drohte. Am 6. Juli traten das 7. und das 5. mechanisierte Korps der sowjetischen 20. Armee mit 700 Panzern zum Angriff an. Die Deutschen hatten den Vorteil einer überwältigenden Luftherrschaft und in einer dreitägigen Schlacht wurden die beiden mechanisierten Korps der Sowjets fast völlig aufgerieben. Unterdessen erkämpfte sich die 20. Panzerdivision einen Brückenkopf am Ostufer der Düna und bedrohte Witebsk. Weiter im Süden, weg von den Hauptübergängen, fuhr die Panzergruppe 2 einen Überraschungsangriff und erzwang den Übergang über den Dnieper. Die 13. Armee wurde zurückgedrängt und verlor 5 Divisionen. Als beide deutsche Panzergruppen Richtung Osten fuhren, drohte im Gebiet um Smolensk 3 sowjetischen Armeen die Einkesselung. Südlich von Smolensk forcierte Guderian den Vormarsch seiner 2. Panzergruppe und ihre 29. motorisierte Infanteriedivision nahm die Stadt am 16. Juli ein. Im Norden kam Hoths 3. Panzergruppe jedoch sehr viel langsamer voran. Das Gelände war sumpfig, der Regen verursachte immer noch Schwierigkeiten und die Sowjets kämpften verzweifelt, um der sich entwickelnden Falle zu entkommen. Am 18. Juli waren die beiden stählernen Arme der Panzergruppen nur noch 15 Kilometer von der Schließung des Ringes entfernt. Aber es dauerte noch 8 Tage, bis die Falle endlich zuschnappte. Am Ende gerieten zwar 300.000 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft, aber mehr als 200.000 konnten ausbrechen und sollten die Verteidigungslinien zwischen den Deutschen und Moskau verstärken. Zu diesem Zeitpunkt, fast 4 Wochen nach Beginn des Feldzugs, war den deutschen Befehlshabern und Hitler selbst klar geworden, dass die Zahl der Divisionen, die die Rote Armee ins Feld führen konnte, weit unterschätzt worden war. Es gab kein Anzeichen für einen unmittelbaren Zusammenbruch der Sowjetunion. Im Gegenteil, es zeichnete sich eine bedrohliche Entwicklung an den Flanken der Heeresgruppe Mitte ab. Am 4. August flog Adolf Hitler zum Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in Borisow, östlich von Minsk. Er hatte mittlerweile den Glauben an die Wirksamkeit der Kesselschlachten verloren und war zu der Überzeugung gelangt, dass die Sowjetunion am ehesten dadurch geschlagen werden konnte, dass man ihre Wirtschaft traf. Das verlangte bessere Fortschritte im Süden, um Russlands Ölzufuhr abzuschneiden, und im Norden die schleunige Einnahme von Leningrad.